Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Und ja, ich bin schon mal zu unserer nächsten Quest sozusagen teleportiert, ne, geht da. Mit dieser Schnellreisefunktion Richtung der Pfand, so heißt die Mission. Und ja, was ist denn bisher passiert? Damien Branks hat... Nee, Brank? Ja, glaub Brank. Hat... Ja, unsere Familie in Gefahr gebracht. Den Neffen haben wir in Sicherheit gebracht zu... haben sie zu der Nanny gebracht. Zu Yolanda. Aber die Schwester von ihm, die ist leider weg. Die müssen wir finden. Zwischenzeitlich waren wir noch im Knast. Und ja, jetzt müssen wir halt irgendwie versuchen, seine Schwester wiederzukriegen. Wie das jetzt passieren wird, wissen wir natürlich nicht. Aber ich würde mal sagen, auf geht's. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2OS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Uns allein. Alter Schwede. Wo ist dein Auto? Hier lang. Alter. Da drüben, der Balkon. Das geht ja mal gut ab hier. Geiler Start. Wir haben uns hier entdeckt. Ja. Du renn da einfach mal hin. Alter Schwede. Okay. Da ist auch noch einer. Wow. Achtung! Die Straße! Die kommen von vorne! Okay. Oh, Sniper. Lol.
geschafft. Das sind zu viele. What the hell? Lol, ey. Wo ist dein Auto? Hier lang. Solche Wichser. Alter. Das Motelschild. Endlich mal richtig krasse Action hier. Ich glaube, der ist down, ne? Nee. Na, hier kann man noch nichts Sinnvolles machen. Ach so, man kann da durch die Bretter schießen, natürlich. Fuck. Zu spät reagiert. Kriegen wir schon hin. Wir gehen gleich runter. Von der Seite. Müssen wir hoch oder runter? Aber die kommt da nicht mit. Hier kommt Verstärkung. Die kommen von vorne. Ja, du kleiner Wichser. Auf weiter, fast geschafft. Nein. Noch einer. Wo ist der? Ah. Okay, ab zu ihrem Wagen. Alter, das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Oh, lol. Oh, ich dachte, ich kann da einfach so durch. Clara, hier lang. Okay. Das heißt, wir müssen hier erstmal... Was wollen die denn? Leisure machen. Bisschen Leisure bleiben. Stehst du im Weg, Clara?
down? Nee. Können wir nicht hier durch? Nee. Hinten rum, okay. Ah. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns eine Falle. Okay, und jetzt abhauen. Spannend, spannend, spannend. Ja, war doch sehr geil. Und noch ein Anruf. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauch deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Jaden? Dax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich hab Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. So, ich kenne dich. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Teilen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tada. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse ihn reden. Könnte ja sein, dass ich einen weiß. Ich finde, man könnte. Die Effekte mal ein bisschen runterschrauben. Weil es ist doch ein bisschen anstrengend, das Ganze zu verstehen. Okay, doch ein bisschen laut. Machen wir mal hier auf 30. Wollte ich doch gar nicht. Na, ein bisschen besser würde ich sagen. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Kann ich echt nicht gebrauchen. Ach komm, der stirbt bei so einer Höhe. Hm.
Na gut, jetzt sind wir hier. Auch nicht schlecht. Okay. Dann mal los. Spannung pur. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Oh yeah. Verbunden mit in nahegelegener Kamera. Suchen Sie einen Brückenzugang. Einen Brückenzugang. Aha. Ach so, das bin ja ich. Okay, also irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ah, lol. Ah. Wer bist du denn? Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Fruer. Lol. Jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Detzek versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlass dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende?
Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit. Ja, die reden hier sehr viel, was ich irgendwie geil finde. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Okay, Obdachlose abchecken. So einen Ort. Handy ist gejailbreakt. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Das sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen die mich mitspielen. Oh mein Gott, first try. Eine Pokerrunde. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Oh, Pokerspiel. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Frua finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Okay. Auto zocken und gib ihm. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Ja. Warte mal. Der Sound muss auf jeden Fall ein bisschen lauter sein. Vielleicht auf 50, mal gucken. Ja, schon ein bisschen besser. Verstärkung! Auf dem Weg! Okay. Das fehlt jetzt auch noch. Ich habe vielleicht nicht die geilste Karre für diese Aktion hier gerade. Fahr in ihn rein! Okay, er hat den Wagen verlassen. Er hat eine Waffe. Ist ja wohl klar, wie das hier aus... Da kommt er. Los, ich okay, das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Ich hab gedacht, ich treffe ihn. Ah, fuck, ey. Aber zumindest ist eine schnellere Karre. Ah, der ist ja schon so gut wie Schrott. Knall in ihn rein. Okay. Überfahren ist auch ein gutes Mittel. Eliminieren oder entkommen? Ich bin schon fast für eliminieren. Oh, fuck. Das sind drei Stück. Okay, wie machen wir das? Wir brauchen hier ein paar Ampeln. Okay. Ups. Okay. Zwei Leute, eigentlich könnte ich jetzt ein bisschen Amok laufen. Er ist ausgeschaltet.
Alter, der hat gerade eine Uzi gehabt. Komm, Digga, komm, Digga. Okay, dann eine Runde Poker mit Tobias Fruer. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Also irgendwie, hat er das nicht gerafft, dass die Mucke aussehen soll. Okay, jetzt gibt's eine Runde Poker, wenn ich das jetzt, richtig verstanden habe. Die Jungs, die reden aber echt viel, ne? Also, ich finde das echt gut. Ja, weil ich erstens nicht so viel reden muss, ist klar. Aber, man kriegt viel vom Spiel mit, ne? Also, ständige Anrufe, ständige Kommentare, Radiosender sagen irgendetwas. Also ist schon ziemlich cool. Ich würde mal sagen, bevor ich ankomme, verabschiede ich mich für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns gleich im legendären Pokerspiel. Haut rein!